Wir trennen den Müll, so wie es vorgesehen ist. Wir gehen aber einen Schritt weiter und versuchen, wir den wenigen Müll, den wir noch produzieren, so schonend wie möglich vom Berg zu entsorgen und es wirklich gemeinsam zu tun, um eben viele Schneekatzen auf den Pisten zu vermeiden. Ich glaube und ich hoffe, dass es unsere Natur uns danken wird.